Herzlich willkommen zur DL-Saison Nummer 30 und zum Auftakt. Gleichen Knaller, Schwenningen gegen Mannheim, ausverkaufte Hütte. Die Stimmung und die Vorfreude riesig, viele neue Gesichter in dieser Saison in der DL. Auch an der Bande Steve Forker, zuletzt Co-Trainer unter Don Jackson in München. Jetzt bei den Wild Wings, das sagen Johann Lundskog, hat in Mannheim übernommen von Bill Stewart. Und beide Trainer hatten ihre Teams hervorragend eingestellt auf dieses Prestigeduell. Mannheim mit dem besseren Start und mit der Doppelchance. Henny Kanen, der da den zweiten Versuch hatte, nachdem es zunächst Gilmore versucht hatte. Fast direkt im Anschluss Bulli mit Lyndon Way, auch ein neuer Mann. Und er gewinnt dieses Anspiel für Pilot, das 1:0 für Mannheim. Fabrizio Pilou mit dem perfekten Schuss von der blauen Linie. Wartet einen Moment, keine Sicht für Joachim Eriksson. Innenpfosten hilft das 1:0 für die Gäste. Von da an Schwenningen aber besser im Spiel. Vor allem im Vorcheck. Immer wieder extrem bissig um den fleißigen Karatschon, der hier die Chance hatte. Aber Joki Baka, der neue Finne, sehen wir gleich. In Action in der Verteidigung, der Adler Mannheim, der kratzt hier das Ding im allerletzten Moment noch von der Linie. 3 Minuten später, Max Jörs Rückkehrer nach Schwenningen, hier für Orle. Und wieder Felix Brückmann im Mittelpunkt. Der Adler-Goalie bekam jetzt immer mehr zu tun, aber er hielt bis dato seinen Kasten sauber. Nächstes Bulli, neutrale Zone, 15. Spielminute. Die Spinks, sie arbeiten sich in Richtung Scheibe. Pilou trifft die Scheibe nicht. Tyler Spink, Uvira, Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient für die Schwenninger Wild Wings. Und wieder mal Sebastian Uvira, 9 Saisontore in der vergangenen Spielzeit, die meisten zu Hause, stellst die Uhren in der 15. Minute wieder auf Null. Und mit dem Ergebnis ging es auch zum ersten Mal hinein in die Kabine. Die Wild Wings mit einer durchwachsenen Vorbereitung zeigten ganz anderes Gesicht. Auch im zweiten Drittel, die Spinks, sie zauberten immer wieder. Hier Tyson, Tyler, wieder Tyson aus der Luft genommen, aber am Ende steht Tyson Spink zu nah am gegnerischen Gehäuse. Was machte Mannheim? Viel Druck, bestimmte teilweise das Spielgeschehen. David Wolf fast mit der erneuten Führung an seinem 34. Geburtstag. Aber Tyler Spink diesmal der Rettungsanker für die Schwäne. Schlussabschnitt. 41. Minute. Scheibe wird vom Druck weggenommen. Aber das war's noch nicht, denn die Wild Wings, das ist ihr Ziel. Druck machen, aggressiv sein. Orlen, Karatschun, Top-Möglichkeit hier auf die Wild Wings-Führung. Mannheim ums eigene Haus, sehr eng in dieser Situation, auch gut zu sehen. Mit 5 Leuten ums eigene Gehäuse und immer wieder Schwenningen gefährlich mit dem schnellen Umschaltspiel. Mit Kai Platzer und wieder Karatschun. Und wieder Joki Baka mit dem Schlittschuh. Auch den sehen wir gleich nochmal. Platzer neu in Schwenningen. Und Joki Baka rettet für den geschlagenen Felix Brückmann. Weiter Schwenningen. Weiter die Spinks. Und diesmal ist es die Maske von Felix Brückmann, die den zweiten Einschlag verhindert. Aber auch Mannheim mit vielen guten Phasen, immer wieder sehr Druckvoll. Hier mit Henny Kanen an den Pfosten. Auch das hätte es sein können insgesamt. Aber beide Goalies sehr, sehr gut aufgelegt. Es ging in die Overtime und auch da gab es jede Menge Höhepunkte. 2 Pfostenschüsse, einmal Thomas Larkin nach 6 Jahren Mannheim, jetzt Kapitän in Schwenningen. Und dann Alexander Karatschun wird hier gelegt und bringt trotzdem die Scheibe noch aufs Tor. Es blieb dabei, es ging ins Penaltyschießen. Max Jörz für Schwenningen trifft gegen Felix Brückmann. Die Wild Wings legten also vor und dann musste David Wolf als letzter Schütze treffen gegen Eriksson. Eriksson hält und bringt den Extrapunkt für Schwenningen mit nach Hause in einem fulminanten Eishockeyspiel. I mean, it was good for the whole team. I think we played solid. We started slow there in the first, but we keep on going. And I think it was an even game after that. And we had a couple of good chances to score before the penalty shot here. But
we take these 2 points and go on to the next game now. Ich meine, wir hatten einen guten Start. Ich glaube, die ersten 10 Minuten haben wir sehr, sehr gut gespielt und dann sind die besser ins Spiel gekommen. Zweite Drittel war, ja, waren die ein bisschen überlegen und im dritten Drittel gab es Chancen auf beiden Seiten. Die Torhüter waren auf beiden Seiten überragend und am Schluss, ja, hatten halt die leider das Glück für den Extrapunkt. Déjà-vu also zum Saisonauftakt, wie auch schon in der letzten Spielzeit. Am ersten Spieltag schlägt Schwenningen die Adler Mannheim mit 2:1.